Minecraft-Freunde, wir sind noch unterwegs und ich muss mir mal ganz schnell kurz ein Bett suchen und sage erstmal Tür zu und gute Nacht. So, aufgewacht und frisch ans Werk, sagte dieser kleine Zwerg. Nein, kein Zwerg, aber ich muss hier eine ganze Reparatur noch machen. Da muss ich erstmal schauen. Wie war das da gewesen? Auch normal. Okay. Natürlich falsch. Ein Stück näher dran. So, das ist wieder repariert. Da oben fehlt aber, glaube ich, noch was, oder? Fehlt da nichts? Ein klein. Ja, doch, fehlt was. War so einer, da müssen wir aber erstmal da oben rankommen. Ja, und natürlich keine Erde dabei. Die haben wir hier reingelegt. Ja, ich wurde reingelegt. Die Erde wurde reingelegt. Erde. Erde. Da geht da drüben auch noch ein. Ein Stein. Nicht ein Stein, sondern ein Stein. So. Mal kurz hochbaggern. Moment, haben wir den? Nee, warte mal. Wie haben wir das denn da bei den anderen gemacht? Ah, das ist die Ecke. Da war einer. Und der andere daneben war frei. Okay. Nee, da brauchen wir keinen hinsetzen. Aber wir brauchen trotzdem Fichtenholz. Mal schauen, ob wir noch was im Haus der Begegnung haben. Ja, das Haus heißt deswegen so, weil man sich hier früher begegnet ist. Also die ganzen Einwohner sind hier noch rumgelaufen. Oder Bewohner vielmehr. Jetzt machen sie es leider nicht mehr, weil sie sich alle entschieden haben, da auf einem Haufen da vorne zu wohnen am Hafen. Sieht schon aus hier mit Holz. Haben wir noch Kiefer? Fichtenholz? Kieferholz. Wie komme ich jetzt auf Kieferholz? Es sind Fichten. Und besonders viele findet man oder fand man um den Brocken herum, weil früher waren ja im Harz viele Bergwerke und weil Grubenholz gebraucht wurde, hat man jetzt Fichte genommen, weil die am schnellsten nachgewachsen ist. Also war das billigste Holz. Und jetzt wird natürlich versucht, das wieder zu renaturieren. Also es werden Fichten gefällt und dann wird da nichts Neues angepflanzt, sondern es soll von alleine wieder die Natur so sich ausbreiten, wie sie früher mal war. Da fällt mir auch ein, ich war dieses Jahr noch gar nicht auf dem Brocken. Ach, Mann. Jetzt macht es auch bei diesem Wetter macht es auch keinen Spaß mehr. Weil ich weiß noch, früher war es immer so üblich, dass ich immer Mai auf dem Brocken war und dann hatte man mehr Probleme nicht, aber. Das Problem war, dass man da eigentlich beim Aufstieg hatte man vierfaches Wetter. Irgendwann hat es dann geregnet,
Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also alles an einem Tag. Und das war fast jedes Mal so. Tja, wo hatten wir das denn hingepackt? Ja, muss erst mal gucken. Jo. Links von der Tür, rechts von der Tür, ist ja egal. 1, 2, 3. So, da haben wir es. Jetzt brauche ich natürlich noch ein bisschen Holz. Zaunteile. Das macht nichts, wenn wir ein paar mehr haben. So. Hier gehört das rein. Wo ist es denn noch kaputt gegangen? Da fehlt was. Da fehlt auch was. Da fehlt was. Und da fehlt natürlich auch was. Ach ja, immer diese Scherereien mit den Creepern. Schauen wir gleich mal rundherum nochmal nach, ob wir da alles wieder haben. Auf alle Fälle fehlt hier noch. Noch was, genau, da fehlt noch was. Da fehlt doch noch was. Hätte ich auch danach gucken können, da sind auch noch Zäune. Haben wir ein paar mehr. Haben wir nochmal neu irgendwie Holz. Holz, 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 Holz. Und die Fichte mal da rein. Na, ich brauche eine Pleasure Plate. Was ist das denn? Ja. Das ist eine gute Frage. So, das können wir da reinschmeißen. Das können wir da hineinschmeißen. So, wo war das jetzt, wo die Platte fehlt? Hier fehlt die Platte. Jo. Der automatische Türöffner. Da ist er da. Da auch. Auch eine Kiste. Und auf der anderen Seite fehlt noch die Kiste, die ist ja ein bisschen in die Luft gesprengt worden. So, da haben wir jetzt auch wieder eine Kiste. Ist zwar nichts drin, aber die Kiste ist schon mal da. So. Ach ja, ist ja schön, wenn wir Wolken haben. Ja, im realen Leben wäre es auch mal schön, wenn wir keine Wolken haben. Nur Sonnenschein. Aber so langsam müssen wir uns auch einstellen, dass es auch mal ein bisschen kühler werden kann wieder. Wir haben jetzt so lange schönes Wetter. Oder sagen wir mal hauptsächlich. Vielleicht hattet ihr nicht so schönes Wetter. Kommt ja drauf an. Deutschland ist ja groß und es ist ja nicht überall alles gleich. So. Aber wir können auf alle Fälle mal hier den ganzen Krempel, den wir dabei haben, wieder wegpacken. Also ich bin nicht betrunken, sondern hier bin gerade ein bisschen festgehackt. Hier hat etwas geruckelt. Also Steinkiste. Manchmal ist man da alles Steinige rein. Und die Erde können wir auch wieder wegpacken. Und dann haben wir noch Holz. Das ist immer gut, wenn man Holz hat. Da kommen die Rucksäcke rein. Haben wir noch Fleisch über, rohes Fleisch, rohes Rindfleisch, Apfel, 5 Äpfel,
zwei Rucksäcke, eine Gaumen vielleicht. Nur eigentlich auch mal die Hunde gefüttert werden. Das ist ja schon Ewigkeiten her, dass sie mal Futter bekommen haben. Was haben wir denn noch alles hier für ein Gedöns? Ein Pfeil zu viel. Die packen wir mal weg, weil ein Pfeil ein ganzes Fach belegt. Haben wir noch was, was da reinkommen kann? Nein, haben wir nicht. So. Ich muss jetzt noch mal schauen, was ich bei mir in der Wohnung noch oben habe. Die Hühner sind noch am Leben, man hört es. Genug zu essen, okay. Haben wir da noch irgendwas Wertvolles? Ein Zauberstab, Zucker, Feuersteine kann man mitnehmen. Die Leiter, Nachscheibe, Fichtenholz, Eichenholz. Schienen können wir noch mal mitnehmen, die gehören hier nicht hin. Die brauchen wir unten. Beim Bahnhof, falls wir noch woanders hin ist aber jetzt schnell dunkel geworden. Scheint aber an dem Schäder zu liegen, dass es neu gemacht wurde. Das sieht aber schick aus mit dem Himmel. Kann ich mich gar nicht erinnern, dass der vorher auch so gut aussah. Nein, die bringen wir gleich runter. Aber hier die Feuersteine. Die kommt in die Kiste. Geh doch mal ein bisschen zur Seite, danke. Joa, dann bringen wir gleich die Schiene runter. Und nachts haben wir sowieso nichts anderes zu tun. Müssen wir aufpassen, da müssen wir kurz bremsen, damit es auch bergab geht. Sonst, ja, das geht auch. Lalalala. So. Wenn wir die Aufnahmen für morgen noch fertig machen können. Sensorschiene und Antriebsschiene. Das sind normale Schienen. Okay. Und wieder rauf. Ja, in Bayern sagt man so schön. Gehst Afi musst Obi. Also gehst du rauf, musst du wieder runter. Damit sind die Berge gemeint, obwohl in Bayern, naja. Richtige Berge sind ja in Bayern, auch nur im alten Alpen. Ich weiß gar nicht, ob man zählt eigentlich ein Berg als Berg. Wie hoch muss er sein? Muss ich noch irgendwann mal mein Wikipedia oder so mal nachgucken, ob das da drin steht. Tja, ist ja genauso mit der Zugspitze. Die ist ja auch nur Deutschlands höchster Berg, weil sie mal vom früher war mal die Zugspitze nur auf die österreichische Seite. Ich weiß nicht, wann das war, irgendwo vor 100 Jahren oder noch länger her. Wahrscheinlich ist es noch länger her. Da gehörte die Zugspitze noch nicht zu Bayern und die wurde mal dem bayerischen König zum Geschenk gemacht vom österreichischen Kaiser, von welchem weiß ich nicht mehr. Weil ja Deutschland keinen Berg hatte, der an die 3000 Meter ranreicht. Und da haben wir da einen. Natürlich wurde dann später so ausgebaut, dass man hier gar nicht mehr draufklettern braucht, sondern mit der Seilbahn bis
bis oben hinfahren kann. Ja, so soll das sein. So, eigentlich nur noch, kann man sagen, ist ein Touristenberg. Und zum Hochklettern soll das auch nicht so schwer sein. Ich war zwar noch nicht oben, aber wir den Öfen haben. Noch mehr Eisen. Und da noch was drin? Nö, das war's dann. Das nur noch reinschmeißen. Und eine ganze Menge Eisen. Muss ich irgendwie besser sortieren, sowas. Das sieht besser aus. Diamanten haben wir auch noch eine Menge. Wie sieht denn meine Rüstung aus? 294, 700, 384, 288, 28. Oh, sieht alles noch ganz gut aus. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt machen. Aber ich glaube, wir machen mal einen kleinen Ausflug irgendwo hin. Und werden es mal ein bisschen prügeln mit zum Beispiel mit einem Skelett. Schauen, ob hier noch irgendwo da hinten möchten gerne ein paar Leute in die Kneipe. Da gibt es aber nichts zu sehen, da sind wohnt niemand. Oder habe ich hier Leute drin? Glaub nicht. Aber auf alle Fälle wollten die in die Kneipe. Aber wahrscheinlich waren sie noch nicht volljährig und durften nicht rein. Mal schauen, ist hier überhaupt jemand? Normalerweise gehen die doch nur in Häuser rein, wenn auch was jemand drin ist. Hier hatten wir doch früher mal die Bedienung. Die eingesperrte, die ist aber auch nicht mehr da. Mist. Müssen wir, glaube ich, wieder zwei neue Leute einstellen. Und hier haben wir auch so viele schöne Häuser. Und zwar nach Einrichtung nicht so nicht toll eingerichtet, aber eben von außen sehen sie ganz hübsch aus. Natürlich zieht hier ist ja auch keiner eingezogen. Das finde ich etwas gemein. Finde ich etwas enttäuschend. Hier ist nichts. Okay. Aber ich habe jetzt auch für die restliche Zeit. Das müssen so 4 bis 5 Minuten sein oder auch 6. Habe ich eigentlich keinen Plan. Außer mal ein bisschen ein paar Spinnen verprügeln oder sonst irgendwelchen Monster ein paar Punkte sammeln. Ach, hier kommen noch ein paar nette Männchen oder ein paar nette Monster. Ja, warte, du kriegst auch noch was auf die Mütze. Ist mein Begleiter noch da? Ich stehe an der Tür. Ja, hallo. Lieber Bogenmann, schau mich nicht so traurig an. Ah, nur ein paar Hühner. Sieht aber Martina Wagner ist nur alleine. Hat etwa Peter Lustig wieder erwischt? Ach, dass der Bursch auch nicht richtig aufpasst. Mal Richtung Wüste, da ist eigentlich immer was los, auch hier. Ja, die Martina war etwas vorsichtiger, die ist noch am Leben. Eben. Und jetzt wird's hell. Jetzt sind wieder keine Monster da. Och Mann. Es hat gerade so schön Spaß gemacht, ein bisschen mal wieder drauf zu hauen. Ist natürlich leichter, wenn ich einen Leibwächter habe. Oder nur noch eine Leibwächterin.
weil sie eben ein bisschen besser aufpasst als der Peter Lustig. Also das mit dem Namensgleichheit, falls ihr den kennt hier von Löwenzahn oder falls ihr den von früher kennt, als ihr Löwenzahn geschaut habt, als ihr noch kleine Kinder wart, der Name ist zufällig gleich. Habe ich noch eine Axt? Habe ich noch? Dann hauen wir den Baum kaputt. Der ist sowieso falsch gewesen, der ist in der Luft geschwebt. Hallo? Na, du süße Spinne. Also wir müssen noch ziemlich früh am Tage, müssen noch früh am Tage haben, dass die Spinne noch etwas aggressiv war. Kann aber auch sein, dass sie nicht mehr aggressiv war, sondern dass nur meine Leibwächterin oder mein Bodyguard einfach nur Lust hatte, mal ein bisschen drauf zu schießen. Dann tut es mir leid um die arme Spinne. Denn ich habe im Grunde nichts gegen Spinnen. Ich finde sogar, sie sind sehr nützliche Tiere. Vielleicht nicht gerade in Minecraft, aber ansonsten. Tadala. So. Gucken wir gleich mal, wie es aussieht mit Peter Lustig. Ach, da steht er wieder rum. Und muss neu eingestellt werden. Hoffentlich muss er nicht neu angelernt werden. Das wäre ein bisschen übel. 5 mal 5 macht 25, theoretisch. Jo, und einer schon weg. Dass du mich angehört hast, ich folge dir 25 Tage. Ja, schön. Mein armes Gold, schon wieder was verballert. So, das kommt dahin. Die Knochen vom Jochen kommen dahin. Und jetzt haben wir schon wieder 6 Pfeile geerntet. Packen wir dahin. Was mit dem Bogen ist noch. Da ist nicht mehr viel. Jetzt haben wir wieder Fleisch. Zombie-Nauten-Fleisch. Da haben wir noch einen Bogen. Wie viel hat der? 61. Mal den erstmal verbrauchen. Ach ja, und noch ein paar Fäden. Was haben wir denn noch, was wir hier abliefern können? Ein paar Eichenholzstämme. So, an dieser Stelle sage ich aber Tschüss und Bonne Nuit bis zur nächsten Folge. Und das wird dann einen Tag später sein, also morgen. Bye bye.